Ob auf oder abseits der Piste, in Sachen Mode und Trends ist man auf alle Fälle für den Winter gerüstet. Es verschwimmt ja sehr stark Snowboard und Ski. Ne? Viele Snowboarder sind jetzt zu den Freeridern geworden. Also wenn man auf den Pisten schaut, 12-, 13-, 14-, 15-Jährige steigen schon um von Snowboard auf Freeride. Das heißt, breite Ski, Funpark, die sind hinten und vorn sehr, sehr stark aufgebogen. Und da ist auch die Mode eigentlich sehr stark überschneidend. Das sind lässige Schnitte, die ein bisschen weiter sind. Wer heute auf der Piste eine gute Figur machen will, zeigt das nicht mehr nur bei der Abfahrt, sondern auch beim Outfit. Beim Sport gut auszusehen ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer wichtig. Herren und Damen sind sehr, sehr ähnlich. Ja. Also wir sehen die Kollektionen zum Beispiel von einer Marke wie Blauer oder Woolrich. Da sehen wir den Trend, dass sowohl Damen als auch Herren ähnliche Materialien verwendet werden. Die Herren tragen die Obermaterialien etwas robuster lieber. Also wenn man den Griff hat, dass es wirklich sehr stabil ist und strapazfähig ist. Bei den Damen, sie wollen also eher weiche Obermaterialien. Das ist noch einmal angenehmer vom Tragekomfort. Wir haben jetzt die letzten 3-4 Jahre sehr stark glänzend gehabt. Es geht der Trend wieder zurück von glänzend eher auf ein matt oder so ein shiny Optik, aber nicht zu stark glänzend. Von Kopf bis Fuß findet sich für jeden Sporttyp die passende Ausrüstung. Mixen und Matchen ist erlaubt. Das ist sogar gewünscht und gewollt. Also das heißt, man hat eine rote Hose, dann nimmt man dazu einen grünen Gürtel und nimmt eine blaue Jacke dazu und vielleicht noch einen knalligen Helm. Und dieser Mix von den Farben macht das Ganze wieder lässig. So fashionverrückt so mancher vielleicht auch ist, die Kleidung darf dennoch nicht wichtiger werden als die Bewegung. Wenn ich Sport betreibe, dann schwitze ich und dann muss dieses Material atmungsaktiv sein, dass der Schweiß nach außen transferiert wird. Auf der anderen Seite geht ein starker Wind oder es schneit, dann darf von außen kein Wasser durchkommen. Das heißt, die Materialien sind wasserdicht, wasserundurchlässig, aber trotzdem atmungsaktiv. Es hat zum Beispiel keinen Sinn, wenn ich jetzt etwas anziehe, wo ich dann eingezwängt bin, wo ich mich nicht bewegen kann. Ich muss ja das den ganzen Tag tragen und ich muss mich einfach wohlfühlen. Und das Material soll auch passen. Das heißt, es muss einerseits warm sein und andererseits Bewegungsfreiheit bieten. Wie sinnvoll Mode sein kann, beweist die Tatsache, dass Helme und Skibrillen zu absoluten Musts geworden sind. Auch mit diesen ist man der absolute Hingucker. Gut aussehen und gleichzeitig geschützt sein, das ist das Um und Auf. So kann also der Winter kommen.